Hallo ihr Lieben, ich bin außer Atem. Ich bin gerade die Treppe hochgelaufen und bin sofort mit dem Video gestartet, mit der Aufnahme. Also, herzlich willkommen, einen wunderschönen Abend, guten Morgen, guten Tag wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mir gedacht, ich mache ein kleines Video über meine Palettensammlung. Der Grund, warum ich froh bin, dass ich diese Paletten habe, ich habe die natürlich vorher auch komplett aussortiert, weil es waren einige Paletten dabei, die ich nicht so gut fand, wo die Pigmentierung nicht so gut war, wo ich mit den Farben nichts anfangen konnte. Und diese hier sind halt übrig geblieben. Ja? Und ich bin froh, dass ich diese Paletten habe, denn ich kann mich da so richtig austoben. Ich bin auf TikTok unterwegs. Zwar nicht zu dem Thema Beauty, sondern zu dem Thema Boys Love Serien. Und da ich dort halt sehr oft mein Gesicht in Nahaufnahme zeige, habe ich mir gedacht, wenn du schon deine Fresse in die Kamera hältst, wenn sich das die Leute antun müssen, dann zauberst du einfach zur Abwechslung mal ein schönes Make-up dabei, beziehungsweise ein Augen-Make-up. Und da sind mir diese Paletten natürlich eine große Hilfe. Ich kann euch gerne die Videoausschnitte hier irgendwo zeigen, vielleicht hier irgendwo an der Seite. Und dann würde ich einfach mal starten mit der Palettensammlung. Das sind wirklich alles Paletten, die ich auch benutze und die ich auch sehr gerne benutze. Und einige sind auch dabei, die ich mal so gar nicht benutze, weil die Farben zu kräftig sind. Da hatte ich noch keine Gelegenheit dazu, aber die Gelegenheit wird noch kommen. Deswegen starte ich einfach mal mit dieser einen Palette, die ziemlich krasse Farben hat. Aber ich wollte sie unbedingt haben, denn sie hat mich an meine Jugend erinnert. Und das ist quasi so ein Andenken oder Überbleibsel. Und zwar ist das die 80s Remix Dance Palette. Die ist von BH Cosmetics und ihr werdet verstehen, was ich mit kräftigen Farben meine. Das sind diese hier, typisch Neonfarben, typisch 80er Jahre Look. Aber ich wollte sie unbedingt haben. Ich weiß, ich kann sie nicht im Alltag anwenden und ich weiß auch nicht, ob ich die in den Videos anwenden könnte, da sie doch ziemlich prägnant sind. Das muss ich mir noch überlegen, aber ich fand sie einfach fürs Sammlerherz sehr schön und deswegen habe ich sie mir gekauft. Eine weitere gut genutzte Palette ist die hier, aber die ist nicht nur von mir benutzt worden, sondern auch von meinen Kindern, denn die Farben sind natürlich auch sehr bunt. Und meine Kinder lieben es, sich zu schminken, einfach so, also nicht draußen in der Schule oder so, sondern einfach zu Hause mal irgendwas auszuprobieren. Und das ist die Maxime Giacomo Palette. Das ist, glaube ich, seine erste gewesen. Die Farben sind, ja, müsst ihr euch einfach mal selber anschauen. Also die sind wirklich sehr, sehr gut benutzt worden. Und auch da sind viele kräftige Farben dabei, viele bunte Farben. Aber es sind auch sehr dezente Farben dabei, die ich dann zum größten Teil genutzt habe. Die ist wirklich toll. Wer die selber gekauft hat, wird wissen, wovon ich spreche. Die Pigmentierung ist toll. Die lassen sich super gut verblenden und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Dann habe ich mir damals, als die herausgekommen sind, die sind nach und nach herausgekommen, also nicht zeitgleich, zwei Paletten geholt, die ich total gerne nutze, wirklich. Weil die wirklich sehr, sehr gut zu verblenden sind. Damit kann man gut arbeiten. Da sind Farben drin, die ich sehr gerne mag. Das ist von Bella. Einmal Mrs. Bella The Dark Side und einmal Mrs. Bella. Hieß die, glaube ich. Das war die erste. Und die habe ich mir natürlich zuerst gekauft und ich habe mich in eine Farbe total verliebt. Total verliebt. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, welche Farbe das ist. Das ist nämlich die hier und die ist schon fast aufgebraucht. Naja, ich hoffe, ich hoffe nicht, sondern ich habe auch schon einen Dupe gefunden dazu, zu dieser Farbe. Die Farbe heißt Whatever. Es ist zwar farblich ein Dupe, aber kein Vergleich zur Qualität.
Na, ich krieg da nichts mehr raus, sonst hätte ich die euch geswatcht. Ich krieg da nichts mehr raus. Nee, nur noch mit dem Pinsel, sorry. Aber das Dupe dazu ist nämlich von Catrice. Das ist so ein Pflaume. Pflaume, lila, kann ich gar nicht beschreiben, aschig. Das ist Mellow Mauve von Catrice. Es ist natürlich matt. Und Mrs. Bella kann ich leider nicht swatchen. Das wäre, glaube ich, Mrs. Bella. Ja, das ist Mrs. Bella. Aber ich kriege da so wenig Produkt raus mit dem Finger. Von daher ist das jetzt nicht so kräftig. Diese Farbe ist sehr, sehr kräftig. Aber die ist nicht qualitativ hochwertig wie die von Mrs. Bella und BH Cosmetics. Was ich sehr, sehr schade finde. Denn der Unterschied liegt einfach in der Cremigkeit bzw. in der Konsistenz. Mrs. Bella, whatever, konnte man richtig schön verblenden. Und es blieb dann auch auf dem Auge. Und bei dem hier ist es so, man kann es zwar auch ganz gut verblenden, aber es bleibt noch ein bisschen fleckig. Also das Verblenden ist hier ein bisschen schwerer als das, als die Farbe von Mrs. Bella, whatever. Naja, außerdem habe ich ja auch noch die anderen Farben gut benutzt. Und ich bin mit dieser Palette wirklich sehr zufrieden, gehört zu einer meiner Lieblingspaletten. Dazu haben wir die dunkle Seite von Mrs. Bella, also the dark side. Und die fand ich, ach Mist, jetzt kommt das alles schon raus. Die fand ich auch super, super schön in der Farbkombination, finde ich immer noch. Das hier ist mir leider schon zerbröselt und zerbröckelt und es hört nicht auf zu zerbröseln und zu zerbröckeln. Das ist der Highlighter. Aber diese Farben sind wirklich wunderschön. Diese hier zum Beispiel, das ist ein ganz schönes Weinrot. Und das kann man sehr gut kombinieren mit einem Braunton, dunklen Braunton. Vielleicht sogar mit einem ganz, ganz gutem Schwarz, wenn man das gut verblendet. Auch heiß geliebt. Da sind auch glänzende Farben dabei, aber ich nutze hauptsächlich die matten Farben. Dann habe ich hier noch eine Lieblingspalette, denn das war die erste höherpreisigere Palette, die ich mir jemals gekauft habe. Und zwar ist das Naturally Yours von Soeva. Tolle Qualität, super schöne Pigmentierung. Das Ganze lässt sich ganz, ganz toll verblenden. Wenn ihr also noch nach einer ganz natürlichen Palette sucht, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich finde sowieso die Soeva-Paletten wunderschön, wirklich. Also am liebsten würde ich mir von Soeva eine Sammlung anlegen. Ich bin total begeistert. Auch hier sind wunderschöne matte Farben dabei. Warum matte Farben? Weil ich doch etwas ältere Äuglein habe. Das heißt also, die sind ein bisschen faltiger, ein bisschen trockener und da ist es ganz wichtig, dass die Farben oder das Pulver nicht allzu trocken ist, es sich sehr gut verblenden lässt oder einfach verblenden lässt und ein glänzender Lidschatten, der betont die Falten einfach und deswegen, wenn ich Satinfarben oder Glanzfarben nutze oder Goldfarben zum Beispiel oder Schimmer, Schimmer ist das richtige Wort, dann betont das die Fältchen und wenn, dann mache ich das nur hier ins Augeninnere, hier in der Ecke, um da so ein bisschen Light, Highlight hinzuzufügen. Ansonsten bleibt es bei den matten Farben sehr, sehr schön. Auch diese Palette gefällt mir wirklich sehr gut und zwar ist das von Catrice Pro Next Gen Nudes Slim Eyeshadow Palette. Also es ist eine schmale Eyeshadow Palette, so wie der Name schon sagt, aber die Farben sind ganz genau meine Farben. Ich liebe dieses rosa oder eher natürliche Farben mit Rosatönen, mit Lilatönen, braun, natürlich und die haben das sehr, sehr gut kombiniert. Die Farbauswahl wirklich, die ist wirklich ganz toll, genau auf Dani abgestimmt. Da ist auch alles mit dabei. Ja, da sind matte Farben dabei, das sind Schimmerfarben dabei. Und die nutze ich auch
sehr gerne. Dann habe ich hier Paletten, die ich jetzt nicht so häufig benutze, beziehungsweise einige sind komplett unbenutzt, weil ich die einfach zu schade finde. Die sehen so schön aus und ich möchte sie nicht benutzen. Zumal da auch ähnliche Farben drin sind, wie in den Paletten, die ich häufiger benutze. Zu den ungenutzten Paletten gehört zum Beispiel diese hier. Das war im Angebot und ich konnte da nicht Nein sagen. Erstens, die Verpackung ist wunderschön. Zweitens, es war ein Angebot. Und die Farbauswahl fand ich auch ganz, ganz toll. Da ist noch die Schutzfolie drauf. Da ist auch alles vertreten. Auch wunderbar für den Sommer, finde ich, ja. Und die wird erstmal so ungenutzt bleiben, bis ich meine anderen Paletten aufgebraucht habe. Das ist die Disney Classics und zwar Ladies aus Susi und Strolch. Habe ich noch eine ungenutzte Palette? Ja, denn die finde ich auch wunderschön. Und zwar ist das von Essence die Turtle Palette. Das ist auch eine LE gewesen. Die ist auch von den Farben her ziemlich gleich, wie man sieht. Ziemlich vergleichbar mit der Disney-Palette. Ja, auch da sind Gelbtöne, Sonnentöne mit drin und hier ebenfalls typische Sommerfarben. Und noch eine ungenutzte Palette und die gehört zu Catrice. Das ist die Reach Up for the Sunrise, ebenfalls eine Sommerpalette. Und auch hier die Farben. Ein Wiedererkennungswert, ja, hat diese Palette mit den anderen Paletten, die ich vorher schon gezeigt habe. Sehr ähnliche Farben und ich weiß nicht, warum ich die mir trotzdem gekauft habe, auch wenn die diese Farben Ähnlichkeit hat. Ich weiß nicht, ich fand die einfach schön und ich wollte die haben und habe die dann auch mitgenommen. Das ist eine Palette, die ich sehr gut finde. Erstens von der Verpackung, ja, also die ist ja mal richtig mega. Und da sind eben sehr viele matte Töne bei. Glänzende Töne eher vereinzelt. Zwei, drei Schimmertöne sind dabei oder Samttöne. Ich finde die Farbauswahl sehr schön. So kühlere Töne finde ich, ja. Und die habe ich auch sehr gerne benutzt, jetzt nicht so häufig, aber hin und wieder benutze ich diese Farben auch. Das ist die Essence Witchside Palette. Sehr schön. Eine Palette, die ich mir gekauft habe, weiß ich nicht, weil die im Angebot war wahrscheinlich und zwar bei irgendeinem Online-Shop. Egal, auf jeden Fall war das im Angebot von BH Cosmetics. Das ist eine 28 Farben Palette, neutrale Farben sind das. Ähnliche Farben, aber in verschiedenen Shades, Abstufungen. Ganz viele verschiedene Brauntöne in minimalsten Abstufungen und damit kann man eigentlich ganz gut ein Augen-Make-up aufbauen. Ganz langsam aufbauen, ganz dezent aufbauen und dann immer mal wieder von dezent bis hin zu den kräftigen Tönen, wenn man in einer Ecke arbeiten möchte. Am äußeren Augenwinkelbereich die dunkleren Töne hinzufügen möchte. Das ist für den Alltag sehr, sehr gut geeignet. Wenn man mal einfach mal ein ganz, ganz leichtes Augen-Make-up zaubern möchte. Und noch eine ganz tolle Palette und zwar ist das von Alicia Marie. Von 1991 bei Alicia Marie, so heißt die Palette. Und ich fand die so schön von den Farben. So schön. Mich haben einfach diese Farben angesprochen, diese lila Töne. Es sind tatsächlich Schimmer. Ja, Schimmerfarben. Aber so zum Ausprobieren, zum Herumexperimentieren oder eben halt für TikTok-Videos habe ich die benutzt. Auch diese Farbe finde ich wunderschön und die sind ganz toll pigmentiert. Butterweich, ja, von der Konsistenz her, butterweich, sehr, sehr schön, ganz toll. Das Gute, was ich daran finde, ist, hier oben sind alle matten Töne und hier unten in der untersten Reihe sind die Schimmer- und Glanztöne. Dann habe ich noch kleinere Paletten, zwei kleinere, die ich unheimlich gerne nutze für den Alltag. Das ist eine Limited Edition gewesen von Rival Loves Me Boho Wipes.
Da sind 6 Farben drin und die sind unglaublich wunderschön. Wunderschön in der Farbkombination. Hat mich sowas von gecatcht, als ich die gesehen habe. Und die Pigmentierung ist so toll. Ich gehe jetzt einfach mal einmal in einen matten Ton und in diesen schimmernden Tönen. Wunderschön. Guckt mal. Mega, mega, mega. Ganz toll. Ich kann mich nicht daran satt sehen. So schön. Und zu guter Letzt auch eine ganz tolle Qualität, finde ich. Das ist ein Quad von Judith Williams. Das ist diese hier. Super gut geeignet für den Alltag. Auch gern benutzt, wie man vielleicht sieht. Man kann das Ganze zu einem kompletten Make-up, Augen-Make-up aufbauen. Ja, erstmal die Grundierung, dann äußeren Augenwinkel, Verblendefarben, Schimmerfarben. Also ganz tolle Kombination. Super praktisch, Spiegel ist drin. Super klein, handlich. Man kann es überall mitnehmen. Und ja, dann ein ganz tolles Augen-Make-up oder Alltags-Augen-Make-up zaubern. Butterweich, super gut verblendbar. Ich bin begeistert. Das war's auch schon. Das ist meine kleine, aber feine Palettensammlung, die ich eigentlich über mehrere Jahre aufgesammelt habe quasi. Und die werden auch bei mir bleiben, denn ich finde die Auswahl, die ich hier getroffen habe, sehr passend für mich, denke ich. Und die anderen, ich glaube, 10 Paletten, die ich aussortiert habe, damit haben meine Kinder Spaß und einige habe ich auch weiter verschenkt. Das war's auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.